Canada, da hängt es auch fest. Naja. Dann habe ich, ich finde kein Schlüssel. Hey, das ist ein Bild ohne Bild. Ein Bilderrahmen nennt man es auch. Ich beruhige mich, yeah. Yeah, yeah, erschreck mich halt nicht. So, du Monster, das finde ich ganz schön doof von dir. Ganz schön doof von dir, yeah. Okay. Oh. So, ich bin bereit. Okay, ich habe jetzt immer noch keine Ahnung. Ich habe eigentlich gar keinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Ich war eigentlich überall. Shit. Kann ich... Oh, ich hätte... Was wäre passiert, wenn ich da drin geblieben wäre? Okay, warte mal. Ich habe keine Brechstange. Ich habe eine Nadel. Vielleicht kann ich die gebrauchen, um eine Tür zu öffnen. Studierzimmer. Habe ich das alles erledigt? Wo ist der Schlüssel? Wo ist er? Oh. Wo ist der Schlüssel? Die Soundeffekte sind so kacke. Und ein bisschen Lag tut's auch noch, ey. Spiel. Kacke, kacke Spiel. Krieg mal deinen Sound hin, du Asi. Hä? Okay. Daher kam das Monster. Es lag hier rum. Vorher lag da schon. Lag da was rum. Und dann ist es aufgestanden und hat mich gejagt. Aber jetzt ist es wieder verschwunden. Mysteriös. Mysteriös. Also alles gehe ich hin nochmal durch, aber nicht durch den Lagerraum. Der Lagerraum ist nämlich heftigst nicht nett. Ich schau nochmal ins Gästezimmer. Oh Mann. Hä, wo ist ein Brief? Ich bin nicht blind. Bin ich blind? Bin ich denn blind? Wow. Fragte er und verschwand. Someone's coming. Was zum... Wer redet da? Jetzt war ich schon dreimal hier drin. Es kommt immer wieder so ein Gespräch. Ich gehe mal ins Versteck. Vielleicht kommt das in der Skriptszene oder so. Oder auch nicht. Okay, ich würde gerne nochmal das Monster hier herkommen lassen eigentlich. Und dann sehen, was passiert. Das war's. Öl aus. Das war ja auch dumm, irgendwie das ganze Zeit dran zu lassen. Ah, Mann. Aber er hat gesagt, er findet den Schlüssel hier. Er sucht den Schlüssel. Okay, wo kann man... Irgendeinen Geheimraum oder so. Vielleicht irgendwo bei den Büchern. Ist hier irgendwas auffällig? Irgendwas Auffälliges. Hier hinten? Nee. In der Vase. Wow. Ja, in der Vase vielleicht. Könnte man Schlüssel drin verstecken? Hier drin. Okay, das Ding geht nicht kaputt. Hier habe ich schon reingeguckt. Das Fenster lässt sich auch nicht öffnen. Ja, mei. Jetzt habe ich wirklich schlecht viel Ahnung, meine Freunde. Ich weiß es nicht. Jetzt hänge ich fest, das ist ziemlich langweilig für euch. Das mag ich nicht, mag ich nicht. Ich meine, ich spiele das Spiel nicht, weil ich es mag. Habt ihr euch getäuscht? Bam! Oh, das macht mir Spaß, hier irgendwelche Sachen kaputt zu machen. Hihi. Unterm Bett. Hier drin, da habe ich noch auch nicht geguckt.
Ja, immer dieselben Klamotten. Es gibt nur weiße Klamotten, haben die immer hier drin. Ah. Pflanzenreich. Geiles Buch. Hab ich schon gelesen? Das ist ein geiles Buch, kann ich nur empfehlen. Ah, ich bin blind. Ich bin zu blind. Ich sehe nicht mal die Zunderbüchsen hier. Dann kann ich auch einen Schlüssel übersehen, vielleicht da drin. Was ist das eigentlich hier? Wieso ist hier Wein und Blut und eine kaputte Kiste? Das bringt auch nichts. Die ist halt echt kaputt. Und wieso kommt hier komische Windgeräusche? Hier ist kein Fenster offen. Das ist gar nicht offen hier, das Fenster. Wow, ich habe keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Es macht immer schon ein bisschen Spaß, das Zeug umzuwerfen. Aber nichtsdestotrotz habe ich keinen beschissenen Schlüssel. Nein! Noch keine Lampe. Laterne, meine ich. Keine Laterne. Ja. Ich häng fest. Ach nö! Okay, ich habe die Brechstange, die habe ich auch nicht mehr. Hier drin ist auch nichts. Vielleicht hier drin. Kann ich es wegschieben oder so? Kann ich nicht wegschieben. Das Sofa wegschieben? Hier irgendwo. Wenn ich das Ding hier wegschiebe, dann kann ich die Dinger zumindest öffnen. Hier die Schubladen. Du bist so ein Asi, hey. Die kleine Kakerlake kommt immer her und macht. Mault mich an! Oh. Oh, das wollte ich nicht. Och, nö. Ich will nicht woanders hin. Okay. Was ist im Memento? Im Gästeraum ist ein wichtig. Da steht's ja! Ist ein wichtiger Schlüssel versteckt. Okay, na toll. Jetzt weiß ich, dass hier einer drin ist. Na gut, dann muss ich nur noch finden. Okay, hier ist irgendjemand. Hier ist es nicht kalt, es ist doch kein Fenster offen. Was ist das für ein Bild? Ich verbrenne es. Haha, bin so intelligent. Und irgendjemand ist hier. Und er sagt, es ist kalt. Aber wie und wo? Und was soll ich tun? Ich durchsuche hier nochmal alles. Hier irgendwie. Was sind das für Windgeräusche? Und wer spricht da mit mir? Fragen über Fragen, die nur Galileo Mystery lösen kann. Ich versuche das hier ein bisschen witziger zu machen. Und ich fail. Wow. Kam ganz kurz eine andere Musik. Vielleicht will er den Kamin anmachen. Ah, den Kamin muss ich anmachen. Es ist ihm kalt. Macht doch Sinn, oder? Macht doch Sinn. Das Bild hier oben. Vielleicht alle Lampen hier drin anmachen. Soll ich echt alle Zunderbuchsen verbrauchen? Ist es dem kalt? Ich habe den Kamin an. Habe ich auch den Kamin hier drin an, den es nicht gibt? Nee. Mach ich auch das noch an hier? Hä? Oh! Was ist das? Was ist das? Ich hab's gefunden, ich bin so gut. Es hat zu lange gedauert.
Aha, ein Schlüssel. Nice. Maschinenraumschlüssel. Oh, das hat zu lange gedauert, Jungs. Tut mir leid, das hat zu lange gedauert. Darum gebe ich erstmal einen Schluck. Okay. Puh. Okay, nächstes Mal verstecke ich mich im Schrank, wenn so ein Viech kommt. Wenn so ein Tanker-Zombie vorbeischaut. Ich fand den Raum so schön. Wow, Alter. Ich bin dumm. Hey, ich lerne nicht dazu. Wie oft bin ich da schon runtergejumpt? Mann, oh Mann. Und ab in den Maschinenraum. Machen wir dazu an jetzt. Oh, je, je. Aha. Oh mein Gott, 9 Könige wurden mit einer Kugel in der Hand. Dargestellt. Wo bin ich? Wieso geht's mir so kacke? Ich sehe nichts. Ich habe auch kein Reparierzeug mehr. Eine Wunde blutet ziemlich stark. Okay, beruhig dich. Kein Öl. Ich sehe nichts. Oh nö. Wieso muss hier kein... Oh, wieso ist hier schon so scheißen? Mach ich mal zu, ey. Wo ist hier so scheißen? Wieso ist hier so scheißen dunkel? Okay. Ich laufe mal an der Wand entlang. Zahnräder, sehr schön. Okay, mich aus. Gibt's schöne. Okay, ah. Was ist das? Ein Rohr. Oh. Strom. Nice! Stäbe! 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 Ich hab's gefunden, wo ich die Stäbe reintun muss. Ha! 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 Hoho! Okay. Ich sehe einfach nur nichts. Ah, eine Notiz. Eine Notiz. Es sind nur noch 2 Stäbe für die Aufzugmaschine übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind, und lass die anderen in den inneren Studierzimmern für den Fall, dass wieder alle 3 brechen. Ja, ich habe alle 3. Okay. Gut. Ich brauche einfach nur Licht hier drin. Oh, noch eine Notiz. 5. July, 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. Ah, die Kugel. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may in fact have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. Geil. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Okay. Man wird getötet. Also, Kugeln, es geht um Kugeln, aber Kugeln sind nichts Besonderes. Kugeln gibt es überall. Wenn man nach Kugeln sucht, dann findet man noch Kugeln. Das ist ziemlich easy. Boah, sind das Geräusche hier drin und hier ist einfach nur nix hell. Oh. 4 Phasen Amplitude. Oh, das ist vielleicht der Name. Trinity 3 Strömungskreislauf. Ja, Mann, die heißen so, wie sie heißen sollen. Also, Kreislauf. Kreislauf ist der Kreis. Easy going. Dann kommt das Trinity. Trinity für 3 Dreieck. Und der 4 Phasen wie 4 Ecken samt Amplitude. Gut, es gibt. Egal. Hier. Bam. Endlich habe ich Rauch. Ich dachte, es wird hell. Was los? Was los? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe nichts gemacht. Nein. Ich weiß nicht.